Moin Moin und herzlich willkommen zu LP Gonchi. Ja, wir sind in einer neuen zerstörten Stadt und ich habe mittlerweile über 1000 Zombies gekillt. Und da vorne wartet ein Hundi auf mich. Bleib stehen. Oder hat gewartet. Da hinten steht noch einer, sehe ich. Oder? Nee. Glaub doch, aber ist egal. Der ist so weit weg. Der interessiert mich nicht. Ja, wir befinden uns hier auf Loot-Tour und zwar speziell auf Auto- und Working-Stations. In der letzten Folge war ich in einer. Es war sage und schreibe viel cooler Stuff drin, aber nicht die blöde Engine, ey. Tja, was machen wir mit mir? Wir gucken mal noch so, was wir an Autos finden können hier. Und dürfen, was ist das für ein Berg? Dürfen aber auch nicht zu viel Zeit verplempern. 11:20 Uhr. Irgendwo müssen wir ja noch mal pennen. Leck. Recht viele Bienen hier, ne? What the hell? Das ist jetzt gerade. Jetzt kommt diese fucking Hundehorde. Ich könnte ausrasten. Ich habe noch ein bisschen Ausdauer. Ich laufe erstmal eine Weile. Manchmal kann man denen entkommen. So bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. In der zerstörten Stadt. Mit der Hundehorde. Ich sage vielen herzlichen Dank. Ich sage vielen herzlichen Dank. So kann ich mit der Hundehorde leben. Ich frage mich nur, warum die so zu so einer bekloppten Uhrzeit kommen. Da wurde ich gerade ein bisschen nervös. Hat man mir wahrscheinlich kaum angemerkt. Ich sprinte jetzt hier durch. So rein von der Richtung her, würde ich sagen. Und gehe dann die Strecke weiter. Ich habe hier mal gewohnt, deswegen kenne ich das. Hier habe ich. Nee, da auch. Daran erinnere ich mich jetzt wieder. Ich habe mich letzte. Achso, für die, die die letzte Folge nicht gesehen haben. Ich habe mich an diese zerstörten Stadt hier nicht erinnert. Und, das liegt. Was ist hallo mit meiner Stimme? Das liegt daran, dass sie ein bisschen heftig war. Ja, bei Futz gehen wir nicht rein. Die Straße bin ich jetzt. Genau, die nicht. Dann gehen wir jetzt einmal hier lang. Wir müssen noch mal dem einen oder anderen Köder sehen. Also die Hundehorde hat mir aber eben ordentlich Schrecken eingejagt. Zu Hause hätte ich ja noch auf die Bock gehabt. Die kommen dann, wenn man sie nicht gebrauchen kann. What the hell? Freunde der Sonne. Wir haben Folge 80. Folge 80. Und wir haben alle Teile für die Engine zusammen. Für die Engine? Für das Minibike. Wir werden jetzt nach Hause. Knappi. Knappi, knappi. Das war knappi, ist mir egal. Ist mir egal. Denn ich hab das Minibike. Ich, der LP Gonchi, hat das Minibike. Er hat die Teile dafür zusammen.
Und er freut sich wie ein kleines Kind. Es wäre natürlich. Tja, kommt ein Hund. Wenn, also das wäre ja das allerletzte jetzt. Das wäre das allerletzte von euch jetzt, Funpimps. Wenn ihr jetzt mir die Hundehorde nochmal drauf hängt. Wir gehen erstmal ein Stück. Ich würde mir mal ein Getränk hier unten reinpacken. Denn ich möchte ein paar Meter gehen. Ein nice Rush. Den finde ich gut. Ich laufe mit Pistole. Ne, mit Magnum. Denn die Magnum gibt mein. Ach, hier, genau. Ha, wo ich das gerade sehe. Diese nette Lampe. Ich bin durch dieses Schneegebiet vor 2 Folgen zurückgelaufen, wo ich gesagt habe, hier den Weg zurück erspare ich euch. War ja auch okay. Und witzig, ich finde, also ich glaube, ich habe die Aufnahme gerade beendet und guck im Baumstamm rein. Das erste, was ich sehe, ist eine Lampe. Ich denke so, oh cool, eine Flashlight. Kann man ja mal gebrauchen. Machst du schön Lampe ran. Gut, ich habe jetzt ein, ich habe ja eh einen Mining-Helm, aber trotzdem sieht es ja auch immer trotzdem noch cool an der Waffe auch selbst nochmal. Und geh ein paar Schritte weiter, irgendwie 2, 3 Baumstämme später. Was finde ich? Ein Flashlight. Nächsten Baumstamm. Flashlight. Ich habe 3 Flashlights gefunden. Also es war so, ich glaube zwischen Folge 77 und 78 oder so. Nie vorher ein Flashlight gesehen. Oh, da ist ein Schneehaus. Wollen wir uns das noch kurz zumindest aufdecken in der Karte? Das ist auch nichts Besonderes, ne? Aber dann habe ich es mal gesehen. Ja. Aber dann habe ich es mal. Ist hier so eine blöde Kluft? 13:29 Uhr. Ach komm, ey, wir laufen nach Hause. Ich habe das Minibike. Oder die Teile zumindest. Ja, also ich habe dann irgendwie mal um den Tag 49, 47 das erste Mal eine Taschenlampe gefunden. Und die natürlich auch gleich angebaut. Und an. Mal kurz gucken, konzentrieren. Am Tag 51 findet der junge Bursche, genannt El Pigonchi, der sich hier seit Tagen quält. Findet er das blöde Minibike. Ich glaube, ich laufe mal hier unten lang. Also, die Engine. Hammer. Upsala. Lalalala. Also so ein Minibike kann man natürlich auch einige Folgen vorher, beziehungsweise einige Tage vorher finden. Ist halt ärgerlich, ne? Irgendein Teil fehlt immer. Es sind halt auch extrem viele Teile, die du halt brauchst. So eine Batterie. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, 4 oder so. 4 Batterien. Die findet man normalerweise auch nicht an jedem Straßenrand. Das ist schon cool. Ich freue mich echt so, ey. Ich will schnell nach Hause. Mein schickes Minibike fertig bauen. Aber wie dusselig auch, ne? Also, da laufe ich doch, oder denke ich, ich habe die ganzen Teile für das Minibike zusammen. Ich glaube vor 8 Folgen oder so. Und da fehlt mir dieser blöde Motor. Ich meine, wie soll auch ein Minibike ohne Motor funktionieren, ne? Aber da denkst du nicht drüber nach. Da denkst einfach nur. Das Ziel war ja dieses blöde Lederbuch, ja. Da musst du auch Glück haben. Und findest das Lederbuch, freust dich wie ein kleines Kind. Aber diesmal kann ich mich zu Recht freuen wie ein kleines Kind, weil das ist definitiv das letzte Teil. Cool, ey. Oder?
freut euch einfach noch so knappe 5 Minuten mit mir, bis ich endlich zu Hause bin und es gebaut habe. Hallo. Ja, was mache ich danach? Ich habe das Minibike. Road to Minibike. Ist das die letzte Folge? Es ist nicht die letzte Folge. Ich weiß es nicht. Ich hatte eigentlich nochmal überlegt. Die letzte Horde hat ja gefehlt. Also, dass sie gekommen ist, ne? Da hatte ich mich ja ausgeloggt und dann, als ich mich wieder eingeloggt hatte, am nächsten Tag war sie dann halt weg und kam auch nicht mehr. Und hatte überlegt, ob ich nochmal irgendwie so einen kleinen Special, so ein kleines Special mache. Vielleicht mit dem Minibike durch die Horde fahre, also die Feral-Horde. Ich glaube, das wird ein bisschen haarig. Ich glaube, das kriege ich nicht gebacken. Weil man kann ja mit dem Minibike auch Zombies umfahren. Also totfahren. Und es hält halt ein bisschen Schaden ab, aber halt auch nicht unbegrenzt. Deswegen Feral-Horde ist vielleicht ein bisschen heftig, gerade in der Nacht. Lag. Aber auf jeden Fall irgendein Special würde ich mir vielleicht noch überlegen. Vielleicht so, dass ich die Feral-Horde nochmal als Finale mache oder so. Sowas irgendwie in die Richtung. Oder auf jeden Fall eine Tour werden wir noch machen. Muss mal gucken, ob wir das in der Zeit hier noch unterkriegen. Folge geht ja auch schon ein paar Minuten. Aber war ja auch spannend, also was auch in der Folge jetzt passiert ist, ne? Mit der Hundehorde und so. Das hätte auch schief gehen können. Mann, wie weit ist denn das noch? Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ich laufe mir hier unten lang. Dürfte leichter sein. So. Toll, dass ich, also, dass ich dran geblieben bin. Das finde ich so cool. Und wenn das dann belohnt wird, das ist so geil. Also ich bin ja Sportler. Oder bin, ja, ich bin noch Sportler und hab mal sehr viel Sport gemacht. Nie, ich sag mal, semi-professionell. Also schon mit relativ viel Training. Und da ist man ja auch immer so froh und stolz, wenn man dann sein Ziel erreicht hat. Und so ungefähr geht's mir gerade. Ich bin gerade stolz. Hart trainiert. Und in Folge 80. Na? Und in Folge 80 dann für das Training belohnt worden. Schön. Ja. Finale Folge wird es bestimmt noch nicht gewesen sein. Oder? Nee. Wobei ich aber auch glaube, dass die Alpha 13 jetzt auch nicht mehr Jahrzehnte auf sich warten lässt. Also es kommt bestimmt 2015 raus. Das hoffen wir alle. Nein, also Spaß beiseite. 2015 kommt das definitiv raus. Also insgeheim tippe ich ja, also ich hatte ja schon mal deutlich früher getippt, also eigentlich letztes Wochenende, also ja, jetzt, als das, wenn das Video veröffentlicht wird, ist es schon ein bisschen rum. Es kann sogar sein, dass es schon da ist. Ich tippe, oder hatte ja getippt so um warte, Männer und zwei Sachen auf einmal, ne? Es geht gar nicht. Ich hatte um 17. August, hatte ich ja, Oktober, hatte ich ja getippt gehabt. Weil das passte, war glaube ich so knapp ein Monat, nachdem das erste Preview-Video veröffentlicht wurde. Und ja, kam ja nicht raus. Jetzt kam ja das zweite, also am, ich glaube, wann hat er das veröffentlicht? Auch irgendwie am 17. Oktober oder so, kam ja das nächste Video raus. Meine nächste Hoffnung, wann es veröffentlicht wird, wäre jetzt eigentlich zu Halloween. Ich weiß gar nicht, ob meine ganzen Videos denn schon raus sind. Ich hoffe, ja. Aber ein Tipp, Alpha 13 wäre Halloween. So, jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich auch die Teile mitnehme, die ich haben will und brauche.
Das für Reifen. Batterie haben wir. Einkaufskorb. Das ermöglicht. Also ich werde damit auf jeden Fall cruisen. Also für mich einfach. Um zu sehen, wie das funktioniert. Achso, das habe ich ja da schon. Aber ob ich jetzt, also ich werde jetzt nicht mehr so konstant Folgen bringen. Halt nur irgendwie Special-Sachen, ne? Wenn ich irgendwas bestimmtes Cooles gefunden habe mit meinem Minibike oder so. Vielleicht mal das Militärlager oder ein Bunker oder so. Je nachdem, wie viel Zeit mir natürlich noch bleibt. Achso, hier hatte ich auch noch denn auch nochmal was angepflanzt. Also ich will schon noch für mich einen Moment spielen bis zur Alpha 13. Aber kommen wir zum Thema. Was soll ich erzählen? Also Specials wird bestimmt noch geben. Also ist diese Folge wäre nur die allerletzte, wenn jetzt in meinem Real Life die Folge relativ zügig rauskommt. Die Folge, die Alpha 13. Also wenn die jetzt dieses Wochenende rauskommt, dann wird es bestimmt keine Folge mehr in der Alpha 12 geben. Ich möchte mich aber auch nicht verabschieden, weil ich glaube, dass es noch ein paar Minuten dauern wird. So, warte, die Engine mache ich zum Schluss. Und die hat gefehlt. So, Engine. Rim, gleich geht's los hier. So, was haben wir denn? Speed slow, okay. Noise loud, schön. Protection none. Storage Basket, genau, haben wir drauf. Log-Type brauchen wir nicht. Full-Tip Gas, ach, ist ja ungewöhnlich. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Okay. Das ist eigentlich alles fein und trotzdem great sogar, ja. Okay, die Engine ist vielleicht nicht ganz so gut. Weil Speed Slow, vielleicht sind alle low? Weiß ich gar nicht. Hat er jetzt getankt? Gehen wir davon aus. Tank ist fast voll. Rin, 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 rin. Und wir cruisen, cruisen, cruisen. Fliegen heißt das. Sauseschritt. Ich sollte nicht singen. Guck mal, den Spritverbrauch. Ja, wie cool das ist. Das ermöglicht so viel Neues für mich. Ich meine, wie schnell bin ich jetzt in der zerstörten Stadt und kann sagen, ich gehe mal zu Born and Noble, da wo es Geburtenklamotten gibt. Hört man ja an Born and Noble. Ist jetzt ein Insider, ne? Also für die, die jetzt denken, was hat er denn für eine Macke? Born and Noble habe ich ja gedacht, das wäre so ein Klamottenladen. Ich konnte mir das nicht herleiten. Kann man auch nicht. Höchstens von Noble, also Nobelpreis, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich eigentlich damit auch ein... Kann ich. aber ich war halt so auf Born ja, zugeschnitten und hab halt gedacht, das hätte irgendwie ja, mit Klamotten zu tun. Nein, es ist natürlich eine Bibliothek. Moin, moin. Ich hoffe, ich zerstöre das nicht. Also ich habe ja hier... Die Folge ist ja fast vorbei. Wir werden jetzt noch ein bisschen rumfahren. Nochmal. Wir drehen jetzt genau. Und mal aufpassen, dass wir mit dem Tank hinkommen. Also wir machen jetzt hier so eine Rundtour. Zeigen denen hier alle... Ich hätte jetzt fast gesagt, einen mittleren Finger. Aber machen wir natürlich nicht. Das ist ein Video. Zeigt denen alle den Daumen hier. Moin. Achso, ich muss ja andersrum, ne? Ich bin ja spiegelverkehrt in der Webcam. Und sag, zeigt denen hier... Ich brauche euch alle nicht. Hier könnten wir tanken fahren. Brauchen wir aber nicht. Wir fahren weiter, Mädels. Ich bin gerade übermotiviert, ich weiß. Aber ich habe zu lange gebraucht für dieses blöde Minibike. Wir machen jetzt hier so eine kleine Rundtour, um den Satz auch endlich mal zu Ende zu bringen. Also einmal um die zerstörte Stadt rum. Wie so ein Wettrennen. Sprit haben wir ja zur Not mit. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Vielleicht überfahren wir noch einen Zombie dabei. Fast. Born and Noble. Das. Davon haben wir gesprochen. So, irgend so eine Biene kommt mir auch hinterher. Moin. Zack. Vielleicht kriege ich das ja sogar noch zerstört hier. Also mein Minibike. Das wäre traurig, ne? Ich finde ein bisschen schade, dass die... Gut, wenn ich jetzt die ganze Zeit im selben Tempo fahre, also in Real Life fahren würde, würde auch immer derselbe Ton sein. Ich hoffe, man hört mich überhaupt richtig.
konnte es ja noch nicht so wirklich ausprobieren. Hallo Hundi. Finde ich den Ton ein bisschen schade vom Minibike. Das hätte man vielleicht noch mal ein bisschen netter machen können. Oder? Aber es ist ein Minibike. Das ist das erste fahrende Fahrzeug. Habe ich jetzt was? Nee. Hier ist schon richtig. Das ist das erste fahrende Fahrzeug in Seven Days to Die. Jetzt hätte ich was Walking Dead gesagt. Ich bin ein riesen Walking Dead Fan, by the way. Verpasst keine Folge. Hab fast eigentlich, ich würde sagen, bekloppterweise deswegen Sky. Ohne Werbung machen zu wollen. Aber auch wegen Fußball. Wie auch immer. Und dafür ist das schon ganz gut gelungen, ne? Also vom Prinzip her gut. Jetzt könnten Kritiker kommen und sagen, ja, was ist denn dabei und so. Ist ja nur quasi ein Punkt, den man irgendwie nur zum schneller Bewegen bringt und einen Zaun drauf bringt. Ja. Aber für dieses Spiel muss man ja auch erstmal. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ich hoffe, man hat mich überhaupt gerade die ganze Zeit verstanden. So, jetzt zeige ich Ihnen mal was anderes. Also gut, ihr werdet das kennen, aber. Ich kann natürlich jetzt viel geiler looten. Open Storage. Zack, zack. Oh, da ist ein Minibike drin. Ich meine, das bringt einen von der Spielqualität und vom Lootvermögen. Wieso leuchtet das nach rechts? Ich fahre doch gar nicht nach rechts. Ist das schon so ein automatisches Licht, wo man nach rechts fährt und der dann rechts leuchtet? Ach, das ist mein Mining-Helm. Okay, dann wollen wir das entschuldigen. So, Faden wieder verloren. Ja, also es ermöglicht einen schon viele Möglichkeiten. Es ermöglicht einen schon viele Möglichkeiten. Den Satz werde ich mir aufschreiben, der ist wichtig und den kann man wiederholen. Spaß beiseite. Es ist ein ernstes Spiel. Nein. Also ich hoffe, wenn es wirklich die letzte Folge sein sollte, was ich nicht glaube. Aber wir wissen ja nie. Dann würde ich mich einfach verabschieden und vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Für alle, die Kommentare geschrieben haben. Ups, nicht kaputt machen. An den Atta, der fällt mir als erstes auf. Ein. Dann Ruby. Let's Survival. Faustus, glaube ich, auch. Wer hat mir noch so Kommentare geschrieben? Wödern habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Jetzt bin ich auch durcheinander gekommen. Habe ich Sponti schon gesagt? Keine Ahnung. Also es haben ja auch Lichterengel. Oder war das nur Multiplayer? Ich weiß es nicht. Ganz, ganz vielen Dank für die treuen Zuschauer, die immer wieder dabei waren und mich motiviert haben und ja, mir das eigentlich ermöglicht haben, dass ich dabei geblieben bin. Denn Kommentare motivieren halt. Die Daumen motivieren, um halt hier weiterzumachen, dran zu bleiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in meinem Alpha 13 Projekt dabei seid, im Duo mit Let's Survival und auch im Multiplayer mit dem Faustus und Chucky oder auch meine anderen Projekte euch anschaut und ein Abo vielleicht auch da lasst, würde mich echt freuen. Das ist so eine Sicherheitsverabschiedung, falls jetzt keine weitere Folge kommt und kein Special. Die Garage kennt ihr ja schon. Da muss ich eigentlich nochmal was davor setzen, ne? Das machen wir jetzt noch. Ich dalle auf jeden Fall ein bisschen weiter in dem Spiel, weil ich habe ja jetzt Bock aufs Minibike. Ich nehme euch wahrscheinlich auch nochmal mit bei einer Folge, aber dann habe ich mich schon mal jetzt so einmal zwischendurch zumindest bedankt, eine Dankesrede. Und dann wird halt eh irgendwann die Alpha 13 da sein. Und dann werden wir sehen. Ich wünsche euch was. Bis dann, euer Gonchi. Adios. Ja, moin moin und herzlich willkommen. Da bin ich auch schon wieder. Das geht viel schneller, als ich gedacht habe. Denn die krasse Hundehorde, die hat mich tatsächlich noch entdeckt. Also, ich habe mich nicht ausgelockt oder so. Also habe ich wahrscheinlich einfach nur mal eine Runde Glück gehabt. Das so als kleines Special mit hinten ran. Ich bin selbst gerade ein bisschen überrascht. Ich habe nicht mal einen Hund. Doch. Angeschossen. Die sind einfach mal alle gestorben. Also, ich habe wohl dann wahrscheinlich richtig Schwein gehabt. Weil was wäre passiert,
Wenn die mich mit meiner Engine, die ich in der Tasche halte, oder hatte, gefunden hätten, die Jungs hätten mich getötet. Also so viel steht fest. Und hätten höchstwahrscheinlich auch meine Tasche zerstört. Ich meine, um wie viele Folgen oder auch um wie viele Ingame-Tage hätten die mich zurückgeworfen? Das wäre abnormal geworden. Ich überlege aber gerade, ist die Hundehorde tatsächlich immer so klein? Aber was für ein Mehl habe ich denn gehabt? Das musste ich eben gerade mal loswerden. Ich habe eben echt gedacht, was kommt denn da angelaufen? So eine kleine schöne Tageshorde? Nö, die Hundehorde. Ja. Ich muss überlegen, ob ich das überhaupt mit hinten, ob ich das noch mit ranhaue, aber wahrscheinlich ja. Mit ans Video. Denn eigentlich passt das ja. Dass ich jetzt auch mal Glück haben durfte. Am 51. Tag in der 80. Folge kann man auch mal Glück haben. Also da liegt die Hundehorde, die mich eigentlich irgendwie ingame. Was waren das? 11 Uhr? 12 Uhr? 8 Stunden eigentlich verfolgt hat, aber nicht bekommen hat. Was auch gut ist. Ich glaube, ansonsten wäre es das gewesen. Das wäre auch sehr traurig. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich nochmal und wünsche euch alles Gute. Und wie gesagt, vielleicht kommt ja nochmal eine Folge und schaut einfach rein. Also bis dann, euer Gonchi. Adios.